Alice Weidel hat sich völlig blamiert. Nein, doch. Doch, hat sie. Und es hat niemand gemerkt. Nicht mal der Reporter hat es gemerkt. Wirklich Kinderkacke, muss ich Ihnen sagen. Und das ist gar keine Kinderkacke. Leute, ein ganz, ganz grober, krasser Fehler von Alice Weidel in einem Interview mit Phoenix in der Nachlese zu den Wahlen in Sachsen und in Thüringen. Und, was soll ich euch sagen, sie hat vollständig daneben gegriffen und die Reporterin, sie hat keine Rückfrage gestellt. Sie wusste es also auch nicht. Es geht um die Sperrminorität, das, was in Thüringen für die AfD noch vorhanden ist und in Sachsen quasi durch den Softwarefehler hier erstmal wieder rückgängig gemacht werden musste. Aber ich zeige euch das Interview und dann schauen wir uns das nochmal im Detail an. Also das mit der Sperrminorität ist so eine Sache. Natürlich werden wir weiterhin, so wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, konstruktiv mit allen zusammenarbeiten und auch sinnvollen Anträgen zustimmen. Aber es ist natürlich auch sehr schön, dass wir Anträgen und Gesetzesentwürfen, die überhaupt voll an der Zukunft Deutschlands vorbeigehen, wie zum Beispiel irgendwie so ein Genderzeug und sowas, dass wir dagegen stimmen und das blockieren können. Das werden wir auch tun, Gott sei Dank. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alice, du hast dich damit wirklich blamiert. Das ist wie der Robert Habeck, dessen Bäcker nicht insolvenz geht, sondern dann einfach aufhört zu produzieren. Das ist wirklich völliger Blödsinn, muss man sagen. Sie hat das nicht verstanden, beziehungsweise sie wird es verstanden haben, aber sie war darauf nicht vorbereitet, so eine Frage zu beantworten. Ich wusste, was gemeint ist mit der Sperrminorität, und zwar, man hat keine Zweidrittelmehrheit mehr, um etwas zu ändern, weil die AfD mindestens ein Drittel oder mehr der Stimmen selbst hat. Und dieses Verhindern einer Zweidrittelmehrheit nennt man dann eben Sperrminorität. Ist wie irgendwie ein seltsamer Begriff dafür. Man könnte das auch einfacher formulieren, was das ist. Sie haben über ein Drittel der Stimmen, eine Zweidrittelmehrheit findet nicht statt. Aber sie wollen alle abkürzen. Und hier haben wir das große Problem. Alice Weidel hat das hier verwechselt mit den Gesetzen, die in einfacher Mehrheit abgestimmt werden. Das ist die große, große Mehrheit der Gesetze, ich würde sagen 97% ungefähr, wird mit einfacher Mehrheit, also 50,01%, abgestimmt. Jetzt geht es hier allerdings um die Sachen, die in Zweidrittelmehrheit abgestimmt werden. Und das ist kein Genderzeug. Das ist nicht irgendein Unfug, sondern sie haben dann am Ende, wenn sie jetzt ein Allparteienkartell schmieden, die Mehrheit, um hier dann ihre Politik auch durchzusetzen mit ihrer parlamentarischen Mehrheit. Und zwar mit der einfachen Mehrheit. Viel schlimmer ist es, die Reporterin hat das unwidersprochen stehen gelassen. Da merkt man mal, was für ein Qualitätsjournalismus das nämlich ist. Nämlich gar keiner. Eine Reporterin muss sofort auffallen, dass ein Genderzeug, was Alice Weidel meint, mit einfacher Mehrheit beschlossen wird und hier eine Sperrminorität völlig irrelevant ist. Absolut völlig irrelevant. Und ich würde wetten, wenn man jetzt die AfD auf sowas anspricht, dann bekommt man wieder nur böse Zungen, böse Kommentare. Vielleicht gibt es ja auch Deabonnenten unter diesem Video, weil ich wieder Kritik übe an der AfD. Ja, mache ich, weil die AfD sind auch keine Heiligen. Das sind am Ende auch nur Politiker, die irgendwann anfangen werden, ihre Wähler zu belügen. Das hat bis jetzt jeder Politiker gemacht. Es gibt keinen rationalen Grund, warum die AfD davon eine Ausnahme bilden sollte. Und hier gab es schon mal so ein paar Andeutungen auf die Professionalisierung, auf die ich immer wieder verweise, die in vielen Dingen bei der AfD nicht stattfindet. Und wenn ich jetzt Alice Weidel konfrontieren würde mit diesem riesigen Fehler, das ist ganz krass ein Fehler, ja. Ich denke, sie hat es besser gewusst, nur sie hätte nachschauen müssen. Auch ich musste nachschauen, was denn eigentlich genau betroffen ist von der Zweidrittelmehrheit in Thüringen und in Sachsen. Aber schauen wir uns mal an, wenn wir Alice Weidel fragen würden, wie sie vielleicht reagieren würde. Aber Sie sprechen ja immer von der Professionalisierung der Partei. Nein, was also hat generell da so ein Aufriss, um diese Themen zu machen. Wir haben noch ganz andere Probleme. Das ist für mich wirklich Kinderkacke, muss ich Ihnen sagen. Das mag für den einen Kinderkacke sein. Für den anderen muss man hier aber mal sagen, gleiches Maß für alle. Das ist es, was wir eigentlich fordern. Und dann müssen wir es auch Alice vorwerfen, wenn wir es Robert vorwerfen, dass er das mit der Insolvenz und dem Bäcker ein bisschen etwas seltsam definiert und erklärt hat, dann müssen wir auch Alice hier vorwerfen, dass eine Sperrminorität
nicht ein Genderzeug verhindern kann und dass das etwas ganz anderes ist. Hier geht es gar nicht um konstruktives Zusammenarbeiten in Sachfragen, sondern es gibt eine einzige Sache, die wirklich relevant ist. Aber es gibt insgesamt jetzt in Thüringen 6 Punkte, die mit der Sperrminorität durch die AfD verhindert werden kann. Und weil wir hier was lernen sollen, fangen wir mal an. Nummer 1, man kann jetzt ohne die Zustimmung der AfD nicht mehr die Öffentlichkeit aus dem Landtag ausschließen. Der Punkt 2 ist, man kann sich jetzt auch nicht mehr ohne die Zustimmung der AfD aus eigener Kraft auflösen. Also die Selbstauflösung des Thüringer Landtages bedarf einer Zweidrittelmehrheit, die ohne Stimmen von der AfD nicht mehr zustande kommt. Der Landtagspräsident oder Präsidentin in Thüringen kann auch nur mit einer Zweidrittelmehrheit abgewählt werden. Wohlgemerkt, gewählt wird er in einfacher Mehrheit. Jetzt kommen wir langsam zu den spannenden Punkten. Nummer 4. Der Thüringer Verfassungsgerichtshof. Dort werden die Richter eingesetzt und zwar mit Zweidrittelmehrheit. Das heißt, der Thüringer Landtag muss in Zweidrittelmehrheit sich einig sein über die Besetzung dieser Richter. Und genau hier wird es schon mal interessant. Ohne die Zustimmung der AfD wird es keine Neubesetzungen geben. Was sie also immer gesagt haben, sie haben Angst, die AfD würde jetzt das Verfassungsgericht umbauen und verhindern. Jetzt sind sie in einer ganz anderen Situation. Sie haben selbst nicht mehr die Mehrheit für diese Zweidrittelwahl. Und wenn jetzt die AfD den Kandidaten reihenweise nicht zustimmt, so wie man das sonst gemacht hat mit den ganzen Vizepräsidenten, also in Thüringen gibt es keinen neuen Verfassungsrichter, solange es im Bundestag keinen Bundestagsvizepräsidenten der AfD gibt. So ein Spiel könnte man dann spielen und dann singen sie das Lied der undemokratischen AfD. Das sind hier legitime Mittel, aber wir sind noch gar nicht fertig. Die Thüringer Verfassung, Punkt 5, kann auch nur mit einer Zweidrittelmehrheit geändert werden. Das ist auch gut so. Jetzt kommen wir allerdings zum wirklich essentiellen, zum wichtigsten Punkt, auf den die AfD hier in Thüringen ab sofort Einfluss nehmen kann. Und das ist nach § 25 Absatz 1 im Thüringer Verfassungsschutzgesetz die Parlamentarische Kontrollkommission des Geheimdienstes. Denn ja, ganz richtig gehört, unser schönes Land Thüringen betreibt einen eigenen Inlandsgeheimdienst, nämlich das Landesamt für Verfassungsschutz in Thüringen. Und dieses Landesamt hat ein Kontrollgremium, was aus Parlamentariern besetzt wird. Das gleiche Pendant gibt es natürlich auch im Deutschen Bundestag. Und dort war in der ersten Legislatur Roman Reuch für die AfD vertreten. In der zweiten Legislatur hat man keinem AfD-Vertreter mehr Zugang gewährt. Das ist das Gremium, in dem die Geheimdienste ihre Berichte offenlegen müssen über Abhörmaßnahmen, über die G10-Kommissionsmaßnahmen etc. wird man da informiert, über die islamistische Bedrohung, auch über die Bedrohung von rechts und so weiter. Und hier haben sie vor allem Angst die ganze Zeit, dass Informationen abfließen, die es der AfD helfen würden, die Beobachtung durch den Verfassungsschutz abzuschütteln oder zu erschweren. Das möchte die AfD überhaupt nicht, das hatte ich schon oft in meinen Videos erwähnt. Richtige Spionageabwehr findet überhaupt nicht statt. Geld wäre da, der Wille existiert nicht. Lieber benutzt jeder ein amerikanisches Smartphone mit Google, Android oder weiß der Geier, iOS und damit ist man offen wie ein Scheunentor. Aber wenn jetzt ohne die AfD hier kein Kontrollgremium besetzt werden kann, haben wir ein großes Problem in meinen Augen, denn wenn die AfD alle Kandidaten der anderen ablehnt, weil man keinen eigenen hineinbekommt, dann gibt es einfach gar keine Kontrollkommission und dann gibt es keine Überwachung des Thüringer Verfassungsschutzes. Das finde ich mit einem geschäftsführenden Ministerpräsidenten Bodo Ramelow aktuell als die größte Bedrohung für unsere Verfassung und Demokratie. Ich bin gespannt, wie du das hier siehst, ob du den Fehler von Alice Weidel nicht so dramatisch siehst. Ich würde sagen, doch, den Fehler, den müssen wir als dramatisch ansehen, aber das gehört eben zum politischen Geschäft dazu. Man muss Kritik üben, wo sie angebracht ist. Hier ist sie ganz klar angebracht. Ganz klarer, krasser Fehler, geht gar nicht. Und der Clip ist auch schon 300.000 Mal aufgerufen worden auf Twitter. Das wird noch ein Meme werden, vermutlich. Dennoch ist sie für viele eine der kompetentesten Politikerinnen. Das möchte ich ihr auch gar nicht absprechen. Dennoch möchte ich alle immer davor warnen, so viel Hoffnung in die Politik zu setzen. Ich habe jahrelang im Deutschen Bundestag gearbeitet. Politiker lügen, und zwar alle, auch die von der AfD, lügen ab und zu. Und wenn sie in Verantwortung sind, werden sie, um ihre Macht zu erhalten,
alles möglich machen, egal ob es mit dem Parteiprogramm dann übereinstimmt oder nicht. Und es soll mir jemand logisch erklären, warum es gerade bei den Politikern der AfD anders sein sollte. Die Geschichte hat uns gelehrt, jeder fällt um, Macht korrumpiert immer, wirklich immer. Davor können wir uns nur wenig schützen. Wir könnten zum Beispiel die Amtszeiten der Politiker begrenzen, dass wir keine Berufspolitschranzen haben, wie wir sie hier hatten. Wolfgang Schäuble ist schon tot. Man darf über Tote kein böses Wort sagen, aber der Mann war viel zu lange Parlamentarier, 42 Jahre, 45 Jahre, ich müsste nachgucken. Auf jeden Fall müsste nach 2 oder 3 Amtszeiten, spätestens nach 12 Jahren Schluss sein, dass sie auch alle nochmal Steuern bezahlen für die vielen Diäten, die sie zwischendrin abkassiert haben. Ich bin gespannt auf deine Meinung, abonniere diesen Kanal, kommentiere mal deine Meinung zu dem Fehler von Alice Weidel hier zur Sperrminorität in Sachsen und in Thüringen unter dieses Video. Und wenn du die Schnauze voll hast und sagst, mir reicht es nicht, nach Thüringen zu ziehen, mir reicht es auch nicht, nach Sachsen zu ziehen, du willst dieses Land komplett verlassen, dann schau mal bei Auswandern mit Kopf vorbei, dem neuen Kanal von mir, für jung oder alt, für arm oder reich. Für jeden will ich hier ein paar Videos präsentieren. Für jedes Budget wird am Ende etwas dabei sein. Wir werden auch mal einen Versuch starten, wie weit man mit 100 Euro beim Auswandern kommt. Damit sage ich, ich habe noch Telegram, da findest du die syrische Großhochzeit unzensiert, die YouTube hier nicht senden möchte. Und damit sage ich ciao, bis bald.